Am 4. September 2016 wählt Mecklenburg-Vorpommern. Zum Auftakt im Landtagswahlkampf haben am Mittwochabend Vertreter der Partei Alternative für Deutschland, AfD, Bürgerinnen und Bürger auf den Bahnhofsvorplatz nach Rostock geladen. Frauke Petry, Bundesvorsitzende der AfD, war zu Gast. Ihrer Einschätzung zufolge kann die AfD bei der Landtagswahl erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft werden. Wie sie sagte, sei dies eine riesige Aufgabe und für die AfD würden dieses Mal die Fischköpfe geschickt. Schreiben. Bei der Wahl am 4. September schaue die ganze Welt auf MV. Wir brauchen eine Willkommenskultur für Kinder und Familien in diesem Land und keine für unechte Flüchtlinge, meine Damen und Herren. Rund 500 Anhänger der AfD nahmen an der Kundgebung teil. Ebenso viele auf der Gegenseite. Lautstark machte die Initiative Rostock Nazifrei von sich hören. Sie und andere Organisationen riefen zu Gegendemonstrationen auf. Begleitet wurden die Demonstrationen von einem massiven Polizeiaufgebot. Die Veranstaltung verlief überwiegend friedlich. Ein störender Anhänger der AfD musste von Polizisten überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Allerdings war das die Ausnahme. Schon ab dem Nachmittag galten für alle Rostocker und Besucher rund um den Hauptbahnhof größere Einschränkungen und Straßensperrungen. Für Fahrzeuge gesperrt waren der Bahnhofsvorplatz und zahlreiche Straßen rund um den Bahnhof. Der Straßenbahnverkehr musste bis in den Abend umgeleitet werden.